So, da geht's auch direkt weiter. Aber leider hatte ich jetzt die letzten 2 Tage nicht was machen können. Denn ich bin leider sehr krank geworden. Was soll ich machen? Das ist ein bisschen nervig, ein bisschen ärgerlich. Aber wie ihr hört, ich kann es leider nicht ändern. Ist dumm gelaufen, ja? Aber ich dachte mir, Stronghold ist trotzdem das perfekte Projekt, um etwas zu tun, während ich halt krank bin. Weil es hier nichts irgendwie ist, wo ich laut reden muss, nichts ist, wo ich extrem viel Action habe oder so, sondern alles ziemlich entspannt von mir abhängig ist. Und ich auch selber komplett entscheide, was ich jetzt hier tue, und ich muss auch nicht so viel reden und bla bla bla, ist doch egal. So, auf jeden Fall. Habe ich noch eine Idee gehabt, die ich komplett vernachlässigt hatte hier und komplett vergessen habe. Wasser. Ich habe Wasser vergessen. Wie wäre es, wenn wir hier so einen kleinen Fluss lang machen? Ich weiß noch nicht wo, aber irgendein machen wir. Wie wäre es denn zum Beispiel, weil ich meine, die Karte selber finde ich vom Design her schon echt ziemlich angenehm. Aber wir könnten ja zum Beispiel hier so einen Flussübergang machen, der dann irgendwie hier, wobei dann ist es hier der Eingriff kommt ja auch, ne? Ist, wobei die kommen ja nur von rechts oben eigentlich, ne? Die kommen nur von hier so. Ich habe überlegt, ob ich den Fluss jetzt irgendwie hier anfangen soll. Und den da hinschicke. Hier so. Aber jetzt wäre die ganze Front mit einem Fluss machen, ist auch irgendwie kacke. Ich will mal eben ganz kurz was wissen. Wie sieht das mit dem Fluss eigentlich aus? Weil ich meine, Meer, klar, Meer ist halt Meer. Aber ein Fluss ist eigentlich entspannter. Ne? Eine Furt ist aber zum drüberlaufen. Gischt ist keine Ahnung. Achso, das war das, ja, kleine, sorry, ist natürlich für Meerdingens dann. Oder für Wasser generell, oder auf Fluss, ne, kann ich auch Gischt reinmachen. Genau. Sumpf und auch andere Sachen sind möglich. Und auch Pech ist möglich. Will ich aber alles gar nicht haben. Ich hätte hier gerne... Ich würde überlegen, ob das Sinn macht, davon was reinzunehmen oder nicht. Wenn ja, wo setze ich denn hin? Weil hier kommt der Wald hin. Auch hier zwischen uns kommt Wald, das fand ich eigentlich eine ganz coole Sache. Wir könnten hier oben so einen kleinen Fluss lang laufen lassen. Die Frage ist nur, wo endet der oder wie machen wir das mit dem dann? Wir könnten den ja hier irgendwie durchs Tal laufen lassen, dass er hier quasi lang fließt. Und dann quasi da in diesen Schlitz da quasi endet. Aber meistens fließen Flüsse halt ins Meer. Deswegen ist es eigentlich sinnlos. Und zwar ganz vom Fluss umgeben zu lassen, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Ich will euch mal eben ganz kurz als Beispiel eine kleine Sache zeigen. Wir würden dann die Holzfällerbuden es sind nicht genügend Arbeiter so da reinsetzen, um das Gebäude zu verwalten. Machen da Gras hin. Stark, da habe ich schon direkt wer verkackt. Weil ich von dem den Boden gewechselt habe, das will ich natürlich nicht machen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Sondern ich würde gerne da jetzt Wasser machen. Und zwar einen Fluss, der von hier reinkommt. Muss ja auch nichts irgendwie krasses sein. Den Strand finde ich ein bisschen zu übertrieben, das machen wir woanders dann. Nee, das da oben gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal ganz kurz ändern.
Huch, ach so, Strand. Nein, Quatsch, was mache ich in die Gischt? Genau, sollte der nicht machen, weil dann sind diese komischen Steine da oben weg. Das sieht dann auch irgendwie ein bisschen kacke aus. So, Fluss. Ja, ansonsten passt eigentlich doch. Hier ist genug Strömung. Das ist schon okay. Oh, ich weiß, wo ich den lang führe. So, der geht jetzt dazwischen. So. Nicht fort, Fluss. Dann noch ein bisschen breiter. Sehr gut. Dann wäre halt da so um so ein Fluss entlang, der auch schon ein bisschen die Schlange von uns trennt quasi. Das ist auch voll in Ordnung, finde ich. Dann können wir ja hier mehrere Übergänge machen. Das ist alles easy. Hier zwischen den Klippen läuft er dann hin und her. Ach, guck mal, da entsteht sogar automatisch ein Wasserfall. Das soll natürlich nicht der Fall sein, ist klar. Huch. Ach, der macht das dann komplett so. Ich verstehe. Oh. Oh. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Er muss das natürlich kurz weg hier. Warte. Deswegen ist das Wasser da auch so komisch strudelig. Ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. Dann müssen wir trotzdem ganz kurz den Fluss nehmen, das Ganze hier ein bisschen anpassen. So. Da noch so ein bisschen. Das ist okay so. So, dann Land senken. Diese eine Stein, da ist noch voll im Weg. Oh Gott, was ist denn da los? So. Der Stein hängt noch raus. Jetzt war dann kein Fluss zwischen. Das ist doch gut. Und der fließt jetzt hier runter. So quasi. Wobei, das hier machen wir nochmal ganz kurz eben ein bisschen neu. Das ist nämlich nicht ganz so toll hier. Der soll da so eine leichte Kurve machen. Seht ihr sofort, was ich meine? Weil Flüsse machen meistens eher so ein bisschen einen kurvigen Weg als einen geraden Weg. Sind halt Flüsse, was willst du machen? Ne? So muss aber nicht zu stark sein, sondern so ein bisschen, so eine leichte Kurve reicht.
Dann haben wir hier einen Fluss. Sehr schön. Ist natürlich hier links und nicht komplett connected, ich weiß. Bisschen nochmal neu anpassen. So. Und natürlich das Land auch ein bisschen senken hier. Oder anpassen, ja. Dass es nicht allzu übertrieben aussieht, weißt du? Da hoch will ich eigentlich nicht lassen. Das da passt. So, das hier natürlich leider gar nicht. Das müssen wir ein bisschen anpassen. Ist aber auch gar kein Problem. Dann machen wir es halt hier auf die Mindesthöhe, wenn es nicht anders möchte. So, müssen wir noch mal ganz kurz mit Land ein bisschen anpassen, nur so ein Stückchen. So. Und ein bisschen anflachen. Und da nochmal die Mindesthöhe hinsetzen. Dann nochmal ganz kurz Land nehmen, diesen einen Punkt daraus keyen. Zack. So, jetzt sind da so ein paar Strömungen drin, zwar aber nicht allzu viel, dass es auch nicht übertrieben wirkt irgendwie, weil es soll ja auch nicht zu krass aussehen. Wäre sonst ganz schön nervig, weißt du? So, ist gut. Dann brauchen wir natürlich eine Furt. Das war ein bisschen zu viel. So, so ist gut. Weil da geht der Wolf ja auch rüber, ne? Ist klar. So. So, zwei schön breite Übergänge da oben. Hier kann keiner rüber, da kann man nochmal rüber gehen. Der soll ja auch kein großes Hindernis sein, der Fluss, sondern eher dekorativ sein, ne? Da kann man so ein kleines Stück rüber gehen. Nicht viel, aber so ein Stück. So. Ein bisschen Land da unten hin, weil die eine Ecke da passt nicht. So ist wieder gut. Und dann kann hier hinten natürlich noch, weil hier ist ein bisschen sehr viel Strömung, da müssen wir eh noch ein bisschen anpassen. Kann da gerne zwar ein bisschen strömen, aber muss jetzt nicht überall sein. Soll ja auch nicht zu stark ablenken vom Geschehen, weißt du? So. Schön da reingesetzt.
Da kommt nochmal Land hin. Und hier hinten für seine Arbeiter, die dürfen natürlich auch rüber. Neues, klar. Hallo, WhatsApp-Nachricht, wie geht's dir? Würde dann so aussehen, der ganze Fluss. Finde ich, ist eine schöne Sache. Geht ein bisschen durchs Gebirge durch, wir sind nicht zu stark eingeschränkt. Der kann trotzdem von jeder Seite kommen und, ja. Optisch finde ich zwar noch ein bisschen schwierig hier, deswegen machen wir es hier noch so ein bisschen leicht angepasst. Einfach die Optik wegen. So. Das war ein bisschen zu viel. Na, so einfach so zwei, drei Kleinigkeiten mehr dahin setzen. Dann sieht das optisch mich ein bisschen ansprechend aus, wenn das nicht ganz so eng ist alles. So. Okay. Das ist okay so, oder? So finde ich besser. Es ist kein durchgehender Übergang, aber ist halt ein recht guter Übergang, so weißt du? So. Das finde ich doch fantastisch. Jetzt haben wir einen schönen Fluss hier drin. Das Einzige, was mir ein bisschen auf den Sack geht, sind die ganzen Geräusche. Weißt du, nicht die ganze Zeit nach so einem Wasserplätschern klingen. Das finde ich irgendwie ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Weil die Frage ist, wollen wir es wegmachen? Weil irgendwie gehört es auch zum Fluss dazu ein bisschen, ne? Weil hier so ein bisschen beim Gebirge, da die paar Stromdinger, da finde ich eigentlich ganz gut. Hier hinten bei der Schlange, weil es vom Gebirge so kommt, auch. Hier dazwischen ist so ein bisschen hügelig, das ist auch okay. Da ist eh ein bisschen die Enge so. Da kann es ruhig schneller sein und hier am Ende ist wieder ruhig. Eigentlich finde ich das ganz gut, wo die gerade sind. Würde ich ungern tauschen. Aber ich mach's jetzt nach so einer langweiligen Karte aus, weißt du? Also nach so einem langweiligen Fluss. Da muss ja schon ein bisschen was drin sein. Wenn ich der Strand mache, ist das nur dieser Strand, ne? Weil ein bisschen Strand gehört natürlich auch dazu. Nicht viel, aber so ein bisschen halt. Die Frage ist, wo setzen wir den hin? So, Strand. Nur so ein bisschen hier hinten, weißt du? So, hier hat sich auch ein bisschen was angestaut am Strand. So, in den Gebirgen nicht mehr, aber hier hinten dann noch mal ein bisschen. So.
Dann hier auch noch ein bisschen entlang. So. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ich weiß es noch nicht. Sieht mir irgendwie zu sehr nach einer Linie aus, ehrlich gesagt. Können wir aber easy fixen. Indem wir manche Sachen so ein bisschen ausbeulen lassen. So. Das da oben zum Beispiel müsste ein Land sein, auf jeden Fall. Das geht sonst nicht. Ich meine, es ist ein bisschen Fluss, das ist klar. Natürlich auch der Furtübergang hier ist auch logisch. Am Strand müssen wir da ein bisschen aufpassen. Vor allem, weil er seinen Pech da oben hat, weißt du? So. Den Strand hier finde ich irgendwie ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Machen wir weg. Weil da finde ich passt irgendwie nicht hin. Hier oben so einen Strand so beim Schlangenübergang, das ist okay. Dafür müsste natürlich auch hier der Sumpf noch ganz kurz leicht weichen. Nur so ein bisschen. Dass da natürlich dann erstens der Fluss wieder ein bisschen lang gehen kann. Und zweitens der Strand. Perfekt. So. Das passt. So. Ja, so ein Einzelstrand da oben ist eigentlich ganz okay. Das da bin ich noch nicht so überzeugt von, ehrlich gesagt. So ist besser. So ein bisschen da unten ist ja okay, aber hier als einziger Strand passt schon. Da unten vielleicht auch so ein bisschen. Das ist fein. Guck mal auf die Käsefarm. Ich mach die mal mittiger. Die baut sich immer neu auf, lol.